Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen, eventuell ist hier Drama in diesem Video. Ich bin nämlich neulich bei meinem wöchentlichen Streifzug durch sämtliche Online-Parfümerien und Drogerien auf eine Marke gestoßen, die ich schon kannte, die aber als neu deklariert würde. Und heute geht es um Lotti London. Vielleicht erinnert ihr euch, vor 3 Jahren, 2018, gab es in einigen Rossmann-Filialen einen riesenfetten Aufsteller mit Make-up von Lotti London. Und irgendwann waren die Sachen einfach weg. Ich habe ein bisschen Recherchearbeit betrieben, war auf der Facebook-Seite von Rossmann. Und wenn ich mich bei Facebook anmelde, das muss schon was heißen. Die Marke ist tatsächlich nicht mehr im Sortiment und ich möchte herausfinden, warum. Ein, zwei Hypothesen habe ich und wir werden das Ganze heute rausfinden. Und ich würde vorschlagen, wir starten auch direkt mit diesem Video. Ich freue mich ganz doll. Ich bin frisch aus dem Kurzurlaub mit Danny gekommen. Ich bin ein bisschen entspannter als vorher. Die Wochen vorher waren ein bisschen wild, aber ich freue mich, dass ich wieder da bin. Und falls ihr hier neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und falls ihr es noch nicht getan habt, den Kanal abonnieren. Am Ende des Videos wird euch selbstverständlich immer ein weiteres Video angezeigt, was ihr euch gerne anschauen könnt. Und falls euch das Video langweilt, hier oben kommen ab und zu ein paar neue Vorschläge von mir. Okay, Freunde. Also, fangen wir an mit dem Tee. Vor, wie gesagt, 3 Jahren gab es diesen Aufsteller in der Drogerie. Und ich bin da dran vorbeigelaufen. Ich habe damals schon YouTube gemacht. Das sah allerdings so aus. Und ich fand es ehrlich gesagt ziemlich teuer. Und ich habe auch den Post von Rossmann eben die Kommentare durchgearbeitet. Und viele der Kommentare waren, die Preise sind sehr hoch. Ich erinnere mich daran, dass ich das auch so fand und die Sachen damals nicht gekauft habe, weil mein Budget damals auf vielleicht 15 Euro pro Video begrenzt war. Und das hätte ein Produkt von dieser Marke schon gesprengt. Jetzt habe ich das Ganze bei Douglas Online gefunden und es wurde als neu deklariert. Und es gibt einige Produkte. Ich habe auch einige gekauft und preislich fand ich es diesmal okay. Ich glaube, das teuerste Produkt hat 12 Euro gekostet. Vielleicht waren es 14 Euro. Der Rest war aber günstiger. Und wir testen das Ganze jetzt und starten auch als erstes mit einem Primer. Das Packaging ist schon günstig und ich würde auch Preis und Packaging und so ein bisschen und Markendarstellung eher Richtung Drogerie betiteln. Sieht einmal so aus und wir testen das Ganze jetzt. Hier sind 30 Milliliter drin, kommt in so einer Quetschtube und ich gebe mir jetzt erstmal so ein bisschen was auf den Handrücken. Riecht aber nicht nach Kokosnuss. Fühlt sich sehr, sehr weich an, sehr cremig und hat sofort diesen, seht ihr das? Diesen goldenen Glow. Meine Haut ist noch so ein bisschen durcheinander. Ich war letzte Woche vor dem Urlaub bei einer Kosmetikbehandlung und habe da Peeling und Microneedling gehabt. Und deswegen ist sie noch so ein bisschen gerötet. Aber ich glaube, ihr könnt diesen Glow sehen. Was ich gut und schade finde, ist, dass es als Coconut Primer betitelt wird, es aber nicht nach Kokosnuss riecht. Für einige ist es gut, weil ihr vielleicht Probleme mit Duftstoffen habt. Habe ich persönlich, soweit ich weiß, nicht. Glow gefällt mir aber gut und hinterlässt auch nicht so einen schleimigen Touch auf der Haut. Also gar nicht schlecht. Ich nehme mal noch ein bisschen was für die Stirn. Ja doch, also zieht super, super schnell ein und hinterlässt keinen schleimigen Schein auf der Haut. Wir können weitermachen mit der Foundation. Und da lache ich schon ein bisschen, denn ich habe das Packaging gesehen und dachte, Girl, das kommt mir doch ein bisschen bekannt vor hier. Das ist so das klassische Dior Backstage Packaging. Das ist die Velvet Skin Tint Foundation, vegan und cruelty-free, PETA zertifiziert. Ich habe mir die Foundation in der Farbe Tan ausgesucht. Keine Ahnung, ob ich aktuell Tan bin. Ich sehe eher so ein bisschen aus wie Dead. Hier sind 50 Milliliter drin, das heißt 20 Milliliter mehr als sonst. Kommt auch in dieser klassischen Dior Quetschtube und ich glaube, die Farbe könnte... Ja, nee, es sieht ein bisschen orange aus. Ich nehme mal einen Pinsel und wir arbeiten wie immer erstmal eine halbe Seite ein. Ihr könnt mir in der Zwischenzeit einmal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon Erfahrung mit Lotti London habt. Ich habe tatsächlich noch nie ein Produkt ausgesucht, aber da ist die Marke ja schon mal für viele zugänglich beim Schlendern durch die Drogerie gab. Vielleicht habt ihr sie dadurch ja schon mal gesehen. Vielleicht habt ihr auch ein, zwei Produkte gekauft. Schreibt mir doch da gerne mal und die Jungs und Mädels aus der Community eine kleine Review in die Kommentare. Also farblich ist sie so ein bisschen off, wenn ich jetzt... Wobei, könnte passen. Deckkraft ist eher eine Medium-Deckkraft.
Da passt der Begriff Velvet Skin Tint eigentlich ganz gut. Und mir gefällt der Effekt jetzt First Impression mäßig auf der Haut sehr gut. Ich hole euch selbstverständlich gleich näher ran. Ich probiere in nächster Zeit wieder 4K zu filmen. Meine Kamera kann das. Ich habe es nicht gemacht, weil sie nicht so schnell fokussiert. Und ab und zu seht ihr, dass die Kamera vielleicht ein bisschen aus dem Fokus gerät und ich ein bisschen öfter in die Richtung zum Bildschirm gucken muss, um zu kontrollieren, ob die Kamera noch im Fokus ist. Also verzeiht mir bitte, falls da ab und zu mal noch so ein kleiner Fokusfehler drin ist. Ich hole euch gleich näher ran. Gefällt mir jetzt auf den ersten Eindruck aber sehr gut. Ich habe euch ein kleines Stückchen näher geholt, dass ihr euch das Ergebnis einmal anschauen könnt. Ganz ehrlich, ich muss sagen, sie sitzt sehr, sehr schön auf der Haut. Das ist wie nur so ein Hauch an Farbe. Also die Deckkraft würde ich schon als wirklich leicht bis medium bezeichnen. Mag ich im Moment aber eigentlich ganz gerne. Die Haut sieht recht natürlich aus. Dadurch, dass die Deckkraft so leicht ist und das Finish in Kombination mit dem Primer natürlich so ein bisschen natürlich aussieht, gar nicht schlecht. Ich würde mir jetzt einmal ein bisschen Concealer auftragen. Ich habe tatsächlich keinen Concealer gekauft, was mich ehrlich gesagt ein bisschen wundert. Vielleicht habe ich ihn gekauft und ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe alle Produkte, die letzte Woche gekommen sind, vom Urlaub in eine Kiste gepackt und jetzt finde ich nichts mehr. Was ich mir aber nachgekauft habe, jetzt kann ich es euch zeigen, ist der XX Concealer von Revolution oder der Concealer von XX Revolution in der Farbe CX9. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsconcealer, weil der so eine schöne Deckkraft hat. Super cremig. Und ich mache einmal kurz die Base fertig und bin gleich wieder zurück. Okay, die Base ist einmal fertig. Ich habe jetzt eben noch schnell ein bisschen Bronzer aufgetragen und wir machen weiter mit einem Blush. Den finde ich persönlich super, super schön. Das ist der Ombre Blush in der Farbe Red Hot. Kommt in so einer durchsichtigen Verpackung. Ist er auch komplett eingeschweißt? Ich weiß es nicht. Fühlt sich gut an, sieht einmal so aus und sowas ist auch so typisch Drogerie, finde ich. Es gab es auch schon mal in der Drogerie in diesem Ombre-Effekt. Ich mische da immer eigentlich komplett durch. Extrem pigmentiert. Und ich setze mir das jetzt einfach mal hier ganz leicht. She's pigmented. Ganz leicht nur hier rauf. Sehr schöne Farbe. Geht so ein bisschen in die Hot Pink Orange Richtung. Sehr schön für die Sommermonate. Gut pigmentiert. Nicht so pudrig. Hat kaum Kickback im Fännchen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Was sagt ihr? Wie gefällt euch die Base? Ich muss sagen, die Stirn gefällt mir extrem gut. Ich bin nur ganz, ganz leicht mit Puder rübergegangen. Auch unter den Augen. Es sieht frisch aus. So ein paar Hautimperfektionen kommen durch die Foundation durch. Sieht natürlich aus, ne? Also das ist kein Full-Full-Coverage-Make-up. Aber nicht schlecht. Kommen wir zur nächsten Palette. Und das ist die Shimmer Squad Highlighting Palette. Auch die ist halt eine Standard-Highlighter-Palette. Nichts Besonderes, aber preislich war die auch okay. Und ich muss sagen, Farben sind sehr, sehr schön. Wir haben einen sehr, sehr hellen Ton und einen recht dunklen Ton. Ich gehe jetzt einfach mal in die Farbe The Good Girl rein. Ah, die könnte sehr, sehr glitzerig sein. Ich mische hier nochmal ein paar dunklere rein. Also das ist kein softer Highlighter. Wir haben ja mittlerweile alle schon Highlighter zu Hause. Ist das jetzt ein Produkt, wo ich sage, ach, das würde jetzt die Make-up-Kollektion erweitern? Weiß ich nicht. Sieht ja schön aus. Ja, also ist sehr reflektierend. Ich gehe ja mit Highlighter immer gerne komplett über die gesamte Base. Einfach um das alles nochmal so ein bisschen aufzufreshen. Kann man nicht sagen, was hat die gekostet? Ihr habt es gesehen. Ist es das wert? Ich weiß es nicht. Ich bin da bei Highlighter mittlerweile so, wo ich sage, okay, wir haben alle schon Highlighter zu Hause. Brauchen wir jetzt noch einen Highlighter, der... Wir machen ja alle dasselbe, ne? Bei Foundations ist es nochmal ein bisschen was anderes, finde ich. Base gefällt mir gut. Wir machen was auf die Augen. Und zwar gibt es hier die kleinen Lidschattenpaletten. Davon gab es auch verschiedene. Das ist der Style The Rusts, also in sehr warmen Rottönen. Die Textur sieht sehr, sehr spannend aus. Sehr foliert. Das ist so ein Glitzer-Voll-Look. Ich hole euch wieder ran und wir schminken was. Okay, so seht ihr die Base auch noch einmal von Namen. Also der Highlighter ist schon a lot. Ich gehe jetzt als erstes mit einem fluffigen Pinsel aus dem Kisu-Set in die Farbe hier unten. Und setze mir die hier außen erstmal hin. So ein bisschen grob einfach als Transition Shade. Scheint recht gut pigmentiert für eine Transition Shade Farbe.
Das ist wirklich nur, um das Lid so ein bisschen vorzubereiten. Sieht gut aus. Ist jetzt schön pigmentiert. Ich muss auch sagen, die Farbaufteilung der Palette gefällt mir sehr gut. Das ist nicht nur braun, sondern wir haben auch ein bisschen rot, ein bisschen orange mit drin. Und die Farbe möchte ich jetzt auch benutzen. Die sieht sehr gut aus, hat ein bisschen mehr Kickback. Und die mische ich mir jetzt hier einfach nochmal so ein bisschen mit rein. Das soll nämlich die Hauptfarbe dieses Looks sein. Dieses rostige Rot. Gut pigmentiert, wirklich gut pigmentiert. Kann ich nicht sagen. Ich nehme mir einen kleineren Pinsel und gehe in dieses dunkle Rotbraun. Setze mir das mal hier außen hin. Ja, die ist so ein bisschen schwach auf der Brust, finde ich. Also die ist nicht so stark pigmentiert, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber man kann sie gut aufbauen. Seht ihr? Gehe ich mir auch gleich hier vorne schon mal grob hin. Schaut mal, ich muss sie eigentlich nur raufsetzen und dann so ein bisschen wackeln. Ja, ja, das ist jetzt natürlich nicht, weiß ich nicht, Huda Beauty, ne? Aber das ist solide. Klingt ein bisschen doof, ne? Aber das ist so halt ein gutes Drogerie-Make-up. Auf mein bewegliches Lid gehe ich mit einem flachen synthetischen Pinsel hier einfach in diesen Schimmerton rein. Ich fand den ganz schön. Schaut, ne, mit dem Pinsel geht es nicht, deswegen nehme ich meinen Finger. Und top das hier einfach nur so grob rüber. Nichts Tolles heute hier, ne? Aber einfach um zu schauen, wie die Farben funktionieren. Und sie funktionieren gut. Und dann nochmal so ein bisschen hier in das Gold. Ah ne, mit dem Pinsel geht das nicht. Ich habe ein bisschen Mascara aufgemacht. Also, es ist nichts Tolles, ne? Ist jetzt kein krasser Look, wo ich sage, okay, der hat jetzt alles in den Schatten gestellt. Aber das ist solide, ne? Also, Pigmentierung ist normal, preislich. Okay, gibt es bessere? Definitiv, ja. Die Schimmerfarben fand ich gar nicht schlecht. Muss man halt ein bisschen wissen, wie man mitarbeitet. Ne? Ansonsten, okay. Schauen wir mal, was es für die Lippen gibt. Und da habe ich hier Glossed Supercharged Gloss Oil. Das kommt in so einer Tube. Wir drehen es einmal auf. Und dann haben wir hier dran so ein klassisches Lipgloss-Füßchen. Riecht gut. Ja, also das fühlt sich sehr billig an, das Füßchen. Und ich glaube, das kann man am besten über einen Liquid Lipstick rübergeben für so einen leichten Touchfarbe. Weiß ich nicht. Wir testen das letzte Produkt und da habe ich hier ein Illuminating Setting Spray. Soll man gut schütteln. Passend, ich glaube aus derselben Reihe wie hier der Primer. Schöner Sprühstrahl. Das riecht so ein bisschen. Es kommt überall raus. Das riecht so ein bisschen wie Reinigungsmittel, aber gut. Hat einen. Der Effekt ist aber schön. Seht ihr das? Das ist sehr glowy. Das gefällt mir gut. Okay, das waren die Produkte von Lotti London. Ehrlich gesagt, Freunde, die Sachen waren gut. Also, Lidschatten, ne, ist jetzt so ein bisschen. Foundation hat einen soliden Eindruck gemacht. Auch der Blush, sehr, sehr toll. Das Spray gefällt mir bis jetzt am besten. Also das ist, glaube ich, ein Produkt, was ich gerne benutzen würde. Es hat denselben Effekt auf der Haut wie dieses Forever-Ding hier von Dior. Mag ich sehr gerne. Ihr seht, ich benutze es regelmäßig. Also ich glaube, es ist so ein bisschen schwierig, heute noch für mich eine Drogeriemarke zu kriegen, die nochmal heraussticht. Tut sie nicht. Also das ist jetzt nicht eine überragende Qualität, wo ich sagen würde, okay, diese Drogeriemarke stellt alles in den Schatten. Die Sachen waren solide, aber nichts Dolles. Und das könnte ein Grund dafür sein, dass Rossmann es vielleicht auch rausgenommen hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr da mehr. Ich bin gespannt, was ihr zu diesen Produkten sagt. Vielleicht habt ihr Erfahrung damit gemacht. Ich setze euch alle Produkte einmal unten in die Infobox. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns hier am Mittwoch wieder. Passt auf euch auf.